Wir sind jetzt hier bei der Superboost am Stand von Uhe, bei Jan, der uns die neueste Entwicklung vorstellen wird, den Repro. Jan, sag mal dazu, was ist der Repro? Der Repro ist unser, Repro steht für Research Projekt. Und wir, die Idee dahinter ist, dass wir, Uhe ist dafür bekannt, relativ teure, CPU-intensive Algorithmen zu haben. Und die Idee hinter diesem Produkt ist, als Research-Projekt, dass wir verschiedene Filteralgorithmen implementieren, die man hier durchschalten kann. Und damit unseren Kunden oder zukünftigen Kunden die Möglichkeit geben, sich den Unterschied anzuhören von wie viel CPU-Last ist nötig, um welchen Sound zu erzeugen. Und dann kann man das, also es wird ein freies Research-Plugin geben, bei dem man das ausprobieren kann. Und danach werden wir dann daraus ein wirkliches Produkt machen. Das wird die Emulation des Sequential Circuits Prophet One werden oder Pro One. Ja, ansonsten ist es, es wird ein strikt monophones Plugin sein, also nicht wie wir es zum Beispiel bei Diva gemacht haben, die klassischen Synths nehmen und sie als polyphone Version raushauen, sondern es wird ein strikt monophones sein, also so wie das Gerät wirklich gewesen ist. Und ja, ein anderes Key-Feature, das wir vorhaben zu implementieren, ist, dass wir nicht nur einen Pro One machen wollen, oder einen Repro, wie wir ihn dann nennen, sondern multiple Versionen davon bauen, weil wenn man zwei Repros hat, oder wenn man zwei Prophet Ones hat, dann klingen nicht gleich. Das sind immer bei analogen Geräten, ist die Kalibrierung sehr wichtig. Und ja, das wollen wir probieren einzufangen. Wir haben unser Originalgerät zu Hause, bei uns im Office, und haben uns schon von anderen Besitzern Aufnahmen schicken lassen und die verglichen und haben schon da festgestellt, dass da eine relativ große Streuung ist. Und dieser Original-Synthesizer ist auf sogenannten SAM-Soundchips aufgebaut. Und diese Soundchips, davon haben wir halt auch mehrere. Und die haben selbst noch Varianzen. Das heißt, wir können unser Gerät nehmen, diese Chips austauschen und in verschiedene Versionen von dem gleichen Synthesizer bauen. So wie sie halt heute auch verschieden klingen würden, weil sie verschieden gealtert sind, verschieden kalibriert wurden, weil der Raum eine andere Temperatur hat. Also zwei Synthesizer werden im Sommer und im Winter höchstwahrscheinlich anders klingen. Nicht in dem Plugin, aber das ist die Realität. Und das probieren wir halt ein bisschen einzufangen damit. Wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es so ein Forschungs-Plugin. Genau, das wird höchstwahrscheinlich nächste Woche irgendwann. Wir haben es gerade in der Beta und es wird dann frei released werden und es wird kostenlos sein. Was es aber tun wird, es wird wahrscheinlich, weil nichts optimiert ist, unglaublich hohe CPU-Last verursachen. Und auch wir haben halt fünf verschiedene Algorithmen, die den gleichen Filter berechnen, aber unterschiedlich genau. Also in einer idealen Welt würden sie gleich klingen, aber da die verschiedenen intensiv oder verschieden genau die Berechnung durchführen, werden sie nicht ganz gleich klingen. Wir wollen den Usern die Möglichkeit geben, zu testen, was ist denn für mich gut genug? Also für einen simplen Bass-Sound kann durchaus wahrscheinlich das CPU-freundlichste, der CPU-freundlichste Algorithmus wird wahrscheinlich gut genug sein. Wenn du aber zum Beispiel die Cut-Off-Frequenz von dem Filter modellieren möchtest mit Audio-Rate, dann lohnt es sich schon durchaus wesentlich mehr, der CPU dafür zu verbraten, weil dann hört man einen ganz deutlichen Unterschied. Das angedachte kommerzielle Plugin dann, das wird dann nur ein Filtertyp oder behält diese Modelle? Es wird nicht alle Modelle behalten. Wir wollen ja in erster Linie herausfinden, welches Modell letztendlich in dem kommerziellen Produkt sein wird. Aber wir haben es noch nicht ganz entschieden. Es könnte sein, dass wir sagen, wir machen eine Variante für Low CPU Usage und eine für eben spezielle Sounds, wo man ja die Qualität hochdrehen kann quasi. Also ein Projekt, wo dann auch sehr viel Nutzerfeedback erhofft, erwünscht ist. Genau, wir probieren das gerade. Wir hatten, ich glaube, vor 2 Monaten schon ein anderes Projekt mit einem Reverb, wo
wo wir ein kostenloses Reverb-Plugin rausgehaut haben. Das war unser erster Researchware, wie wir es nennen, wo man eigentlich nur random Settings machen kann. Also es gibt einfach einen Knopf, da kann man draufdrücken und dann bekommt man einen random Reverb. Und wir lassen uns dann von den Usern einen Code schicken, den dieses Plugin generiert. Und damit wollen wir halt gucken, was den Menschen gefällt einfach.